Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Wir sind mittlerweile bei Folge 100. Hahaha. Ja, je nachdem, wie man es definiert, sind wir jetzt bei Folge 100 und nicht bei Folge 99. Aber, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ich komm gerade mehr oder weniger frisch aus der Badewanne. Wenn meine Augen etwas gerötet sind, dann liegt das wahrscheinlich daran. Ja, jedenfalls wollte ich sagen, es ist wieder mal soweit, Rätselrunde, wie gesagt, Folge 100. Und ja, trotzdem heißt das nicht, dass ich jetzt morgen die Folge ausfallen lasse. Deswegen, ich wollte es nur mal gesagt haben. So, was haben wir denn heute Schönes? Wir haben europäische Hauptstadt. Könnte zum Beispiel das sein, ist es aber nicht. Dann gibt es auch noch Oslo. Und Oslo ist es. So, ein Gutschein. Ja, das ist eine. Ist das ein Bon? Ich denke, das ist ein Kassenzettel. Sieht aus wie ein Kassenzettel. Eigentlich eher. Also Gutschein als Bon zu bezeichnen. Ich kenne Coupon und sowas, aber. Nee, ein Bon. Nee, das ist nicht. Nee. Aber wenn die das so wollen, ich hab's ja trotzdem gelöst. So, was haben wir denn hier noch? Fluss zur Kuh. Oh Gott! Chinesischer Männername. Dan. Von vorn. Wie hieße das nochmal? Also, ich weiß. Ich wüsste jetzt was anderes. Ja, das ist ja noch besser. Ich glaube, von vorn und kleine Spalte sind, also damit ist das wahrscheinlich so ziemlich mein Lieblingsrätsel. Rest im Glas. Oh Gott. Machen wir erstmal die EZB hier rein. So. Tagesabschnitt ist natürlich der Abend. Nautischer Begriff. Ja. Insektenfresser ist der Igel. So. Globus ist die Erde. Le ist der nautische Begriff. Akzeptanz, Toleranz, nee, weiß ich nicht. US-Sportliga könnte die National Basketball Liga, NBL, NBA könnte es genauso gut sein. Schöpflöffel. Machen wir erstmal Französisch für Salz, das weiß ich nämlich noch. Flechtmaterial. Reisig. Nee. Hochschulreife ist das Abitur. In der Schweiz, wie wir ja wissen, Matura genannt. Schmaler Fußweg. Ist das ein Pfad? Ja, ist ein Pfad. Sportlich ist. Ist das ein englisches? Nee, fit ist es nicht. Nebenfluss der Weser. Oh je. Waschbeckenloch ist der. Eigentlich Abfluss, aber das ist das hier nicht. Silberling ist. Puh. Machen wir erstmal Spanisch für Danke. Ah, oh, verdammt, das Wort war falsch. Mist, na super. Nein, dann ist es natürlich Gracias. Das Wort, was ich da gerade eingegeben habe, hatte überhaupt nichts mit Danke zu tun. Kunststoffbelag, hieß das Tartan? Ja, Tartan hieß das. So, was hatten wir nämlich bei uns beim Schulsport an der Laufbahn da, die wir lang gelaufen sind, auch sportlich. Ach so, fair in dem Sinne. Ah, okay. Weser ist nicht in. Nee, nee. Silberling, ach Gott. Ich habe keine Ahnung, was die damit wollen. Kladden. Nee. Also hier sind ja ernst als seriös bezeichnen. Finde ich ein bisschen, ja, vielleicht. Wobei ich sage, es hat nicht dieselbe Bedeutung wie das englische serious, was wirklich ernst bedeutet. Aber da kann man sich drüber streiten und das würde ich so gerne mal machen. Ich würde mal gerne wissen, wer hat die Grundlage hier für dieses Rätsel geliefert.
Also mal abgesehen von irgendeinem, wenn es in irgendeinem Wörterbuch, also wenn so eine Art Kreuzworträtsel-Wörterbuch dafür verantwortlich ist, muss das ja auch irgendjemand mal zusammengetragen oder geschrieben haben. Oder zumindest eine Möglichkeit erfunden haben, das von alleine aus zu lesen. So, Nina ist es nicht. Nele. Boah, echt jetzt? Wow. Abkürzung Diplom ist Dippel. Amtspflicht. Nee, keine Ahnung. Noch momentan. Kleine Spalte. Ein Riss ist es auch nicht. Rest im Glas. Neige. Ha. Okay. Ich muss immer noch lesen, wenn ich das lache. Ja. Nein, ich muss immer noch, also kichern wie ein kleines Kind, wenn ich kleine Spalte und von vorn lese. Entschuldigung. Tierhöhle ist erstmal der Bau. Okay, Schirmherrschaft. Ägide. Das war das Wort. So, Farbton ist pink. Ja, und dann haben wir hier den Schöpflöffel, ist eine Kelle. Okay, NFL könnte das auch sein, die National Football League. Es könnte aber auch, gucken wir erstmal, Dienst ist das hier, okay. So, NFL, NBL, National Basketball League, könnte ich mir sogar vorstellen, aber... Ja, toll, jetzt ist es wirklich NBL. Ganz ehrlich, das sagt doch keiner, ey. Da ist ja von der NBA die Rede. Selbst wenn man die Liga meint. Man sagt ja auch nicht die DF... Warte mal, Deutsche Fußball Bundesliga DFBL? Man sagt DFB und das ist dann der Deutsche Fußballbund. Aber man nennt das doch nicht... Oder man sagt einfach nur Bundesliga und fertig. Naja, wie auch immer. Akzeptanz. Mach mal erstmal den Metzger hier voll. Dann können wir weiter überlegen. Beulgene. Haben überhaupt nichts mit Akzeptanz zu tun. Oh Gott. Behagene? Nein. Behegene? Nee. Das ist alles nicht richtig. Ah, von vorn. Jetzt haben wir es. So, chinesischer Männername. Cho oder was? Nee. Fo. Ist das nicht was zu essen? Lipoprotein. Oh Gott. Erfrischung? Eine Lake. was gibt's denn noch? Limonade? Ist es nicht. Flechtmaterial ist... Oh Mann, was war denn das nochmal? Bast? Nee. Mist? Nee. So, und jetzt noch Westslave. Okay, Westslave wäre ja rein theoretisch so... Also, alles in Richtung Polen, aber... Was haben wir denn da alles? Wir haben... Westslave, sag mir nicht. Bam. Boah, ist das unangenehm. Ich finde das immer unangenehm, wenn sowas da drin vorkommt, weil ich persönlich vergiss sowas selber fast immer schon. So. Die Memel? Bam. Okay, Mao, aha, ja, Lipoprotein.
Das könnte jetzt alles Mögliche sein. Das weiß ich nicht, da müsste ich raten. Und momentan möchte ich noch nicht raten. Okay, kleine Spalte. Okay, was haben wir hier noch so? Englisch Eis kriegen wir hin. So, ICE. Kladden. Kladden. Oh, was sind denn Kladden nochmal? Das klingt so eklig, das Wort. Was haben wir hier? Silberling, der Dirk mit C. Nein, nein. Dick mit. Nee, das wäre auch ein bisschen komisch. Was könnten hier noch? Nebenfluss der Weser. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wo die Weser fließt, und wäre mir damit wahrscheinlich auch noch nicht geholfen, weil ich nicht weiß, was daneben fließt. So. Was haben wir noch? Nee, ganz ehrlich, hier muss ich, glaube ich, bei den meisten Sachen jetzt erstmal rumprobieren. Übrigens, ich vermute mal, das ist überhaupt nicht. Ja, genau. L, LBL, LCL, LNL, LMNL, LDL. Okay. So. Aber Labe? Labe, echt jetzt? Boah. Von sich laben oder was? Ich habe keine Ahnung, was der Silberling sein soll. Und ich, ganz ehrlich, ich schlage es nach, sobald ich ihn Disk. Oh nein, nein, oh Silber, oh. Uff, ich dachte jetzt die ganze Zeit an Geld. Das ist ja traurig. Och nein. Oh nein, das ist. Ah, der Silberling. Oh Mann, wie lange habe ich das Wort schon nicht mehr benutzt? Ich glaube, ich habe sogar noch. Ich hab, glaube ich, sogar noch Rohlinge, die ich gerne mal als Silberlinge bezeichnet habe, irgendwo bei mir im Schrank rumzuliegen. Aber. Ach du Schande. Jetzt bin ich gespannt, was ist denn hier? It's. Ips. Nee. Ils. Aha. Ablauf. Oh, nicht der Abfluss, der Ablauf. Okay. Okay. Kladden sind Hefte. Jetzt habe ich's. Ich dachte die ganze Zeit an irgendwas mit Akten, aber Hefte ist mir irgendwie nicht in den Sinn gekommen. So. Machen wir mal Bast. Bast war's. Okay. Dann ist das bestimmt Elsa? Ja. Nicht die aus Let It Go. So. Kleine Spalte ist die Rotze. Nein, es ist natürlich nicht. Boah. Das reimt sich auch noch auf was, was ich jetzt. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich da angestellt? Was habe ich da nur angestellt? Ritze! Ach, natürlich! Huch! Akzeptanz. Was? Bezogene? Was? Ich habe keine Ahnung, was das mit Akzeptanz zu tun hat. Bezogener im Sinne von Akzeptanz? Hä? Wie? Kann mir das jemand erklären, bitte? Also, die Erklärung hätte ich wirklich gerne. Also, ganz ehrlich, da könnt ihr mal was für euer Ego tun, wenn ihr mir erklärt, was Bezogene mit Akzeptanz zu tun hat. Das wäre dann mal eure Aufgabe für eure Ego-Therapie. Ich gebe euch auch noch einen kleinen Ansporn, selbst wenn ihr euch diese Aufgabe nicht zuteil macht, ihr seid super. So, aber gut, das war's erstmal damit. Und jetzt würde ich sagen, ab zum nächsten.
So. Und jetzt geht's erstmal wieder so los. Stark ansteigend. Stark ansteigend. Ja, ja, genau. Chemische Untersuchung. Aha. Ja, okay. Mathematische Zahl. 10. Was? Ich habe keine Ahnung, was die wollen. Also den Buchstaben haben wir schon mal. Leere Redensart. Phrase passt nicht. Fischextremitäten. Ja, habe ich. Kurz für Zustimmung. Habe ich auch. Nee. Ach doch. Ja, ja, habe ich. Teil des Gebisses. Okay, nö. Injektionsgerät, das ist easy. Okay, den zweiten Buchstaben habe ich jetzt schon mal. Vielleicht komme ich ohne den ersten klar. Okay. Badegelände. Freibad, nö. Schwimmbad passt auch nicht. Gucken wir mal, was haben wir hier? Verwaltungsgremium. Oh Gott. Umgangssprachlich Verstand. Ja, okay, ja. Verwaltungsgremium. Okay, ja, dann habe ich die 4 auch. Okay, was haben wir noch? Den Busenfreund. Ja, das wird schwierig werden. Leere Redensart. Schuft. Okay, Schmuck. Ring. Ja. So. Kann natürlich auch sein, dass die chemische Untersuchung jetzt gerade falsch ist bei mir. Ich guck mal. Bösartige Hautgeschwulst. Ist kein Tumor. Der wäre ein bisschen länger. Ureinwohner Perus. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ah, okay. Könnte dann immer noch richtig sein, das Wort, was ich hier habe. Erkennungszeichen. Was ist ein Erkennungszeichen? Ein Emblem, ein Säugling könnte das sein, aber dann wäre ja doch irgendwie das falsch. Ah nee, Säugling ist ja nee, doch dann ist chemische Untersuchung, das habe ich richtig. Das aber trotzdem muss ich jetzt mal überlegen, dann fängt das mit S an. Leere Redensart. Ach Mann. Wie nennt man eine bösartige Hautgeschwulst noch? Pickel ist es nicht. Was gibt's da noch so für Worte? Enzym in der Käserei hatten wir auch schon mal. Das ist, glaube ich, das. Genau, ja. Dann ist das hier ein... Ja, okay, okay. Dann ist hier ein O. L-O. L-O-S. Leere Redensart. Ah, okay, ja, ja, jetzt weiß ich das, okay, ja. Stark ansteigend. Subtil, senil, nein. Also hier kommt ein L rein und hier kommt ein S rein. Außerdem kommt hier ein E hin.
Stark ansteigend. Ne, weiß ich noch nicht. Also lassen wir den Busenfreund auch erstmal raus und gucken hier. Hier haben wir ein I. Das heißt ZAT, I, K. Ist das Wort vielleicht Tzatziki? Also mit TZAZ. Nee, warte mal. TZATZIKI. Gucken wir mal, was wäre das denn hier, Busenfreund? Könnte dann der Spezi sein? Und dann ist das Pi. Ah. Okay. Und dann ist das hier steil. Ja, dann ist das Tzatziki. Also, T. Z. A. Dann T. Och, das ist gemein. Da kriege ich schon wieder richtig Bock auf. Huch. Richtig Bock auf Griechisch heute. Aber Griechisch gibt's hier heute nicht. Aber ich hatte geplant, sowieso demnächst mal irgendwann wieder Griechisch zu essen. Ich habe sogar selber jetzt mittlerweile ein Rezept für Bifteki mit Knoblauchkartoffeln. Ist richtig lecker. Nam, 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 nam. Oh, könnte ich auch mal wieder machen. Aber erstmal wird ordentlich griechisch essen gegangen. Mit Kreta-Teller, mit Kreta-Kartoffeln oder was auch immer. Mit Metaxa-Soße und wie das alles nicht heißt. So. Aber genug von Essen geredet. Dann haben wir hier den Grips. Dann ist das hier Lucky Luke erstmal. Dann haben wir die Flossen hier auch. Also machen wir erstmal die Floskel, weil ich es gerade eben schon ausgewählt hatte. So, dann reicht mir die Flossengenossen. Teil des Gebisses ist, ja, irgendein Zahn wahrscheinlich. Hebräisch für Gott. Sorry, ich kann nicht so sehr Hebräisch. Aber vielleicht lerne ich ja gleich was. Alt und klapprig ist senil. Oh, cool. Senil ist tatsächlich dabei gewesen. So ein Zufall aber auch. Okay, dann ist das hier der Spezi. Dann haben wir hier die Analyse. Säugling ist ein Baby. Dann zu keiner Zeit war niemals. Dann machen wir das jetzt richtig schön. So, Inka. Bösartige Hautgeschwulst war das Melanom. Ja. Dann haben wir hier wieder den Lump. Dann haben wir die Spritze. Und äußeres Aussehen, weiß ich noch nicht. Zeitanzeiger ist eine Uhr. Hebräisch Gott ist mir immer noch nicht klar. Dann haben wir hier die Tour. Großer Abstand ist eine Ferne. Okay, Teil des Gebisses. Irgendein Zahn. Äußeres Ansehen ist die Ehre. Ah, ich hab schon Aussehen gedacht. Naja. Hat aber trotzdem geklappt. Silberscheibe ist eine CD. Jetzt habe ich es auch. Ah, dann sind das hier die Eckzähne. Okay, dann haben wir hier den A. Durcheinander. Wirrwarr. Nee, Gewirr. So. Badegelände ist der Strand. So, Bootsteil ist der Bug. Darsteller wissen wir gerade noch nicht. Also ich weiß es noch nicht. Biogas ist eine alternative Energiequelle, wie es aussieht. Beuteltier. Machen wir erstmal die Ampelfarbe. Gibt ja nur drei. Und nur eine mit drei Buchstaben. Tierfett. Nö, noch nicht. Treffer beim Ballsport ist ein Tor oder ein Korb. Denn der Ballsport ist ja hier nicht definiert, welcher. Wortteil Billion ist Terra. Das ist wie im Terabyte. Das sind nämlich, also ein Megabyte ist eine Million, beziehungsweise ungefähr
Nee, obwohl Megabyte meint wirklich 1 Million Byte. Kilobyte meint wirklich 1000 Byte. Normalerweise wird, wenn man diese 1024 Dinger meint, eigentlich von Kibi, Mebi und wie es dann halt weitergeht, Gibi und Tebi Byte gesprochen. Das B steht dann eben für binär in dem Fall. Also, dass dann wirklich 2 hoch 10 immer genommen wird für das nächste weitere. Und 2 hoch 10 ist 1024. Aber das ist jetzt nur irgendwelches blödes Informatikerwissen. So, was haben wir hier noch? Siegerin im Wettkampf ist natürlich die erste. So. Tierfett. Snack. Mit CK. Nein. Ein Erkennungszeichen ist ein Mal. Das machen wir noch. Und dann haben wir auch Lab eingetragen damit. So. Der Darsteller ist der Mime. Ja. Dann ist das hier das Opossum. Ah, dann ist das der Speck. Nicht der Snack, sondern der Speck. Ich nehme mir einen Speck zum Snack. Nam, nam, nam. Okay, und dann haben wir hier das Opossum und dann sind wir auch fertig. Und ich finde das schön, wenigstens das zweite Rätsel ohne irgendetwas probieren zu müssen. Also das lief recht gut. Ich finde es schade, dass ich bei dem ersten hier so ein paar Sachen drin hatte, die mir gar nicht im Kopf gewesen wären. Also ja, der Ablauf war ein bisschen ungünstig, die Disk war ein bisschen ungünstig. Das war, ja, doof. Bast hatte ich eigentlich im Kopf, war mir aber nicht sicher, ob das das meint, was die meinen. Ja, und ansonsten akzeptanzbezogene... Wie gesagt, erklärt mir das bitte mal einer. Dafür sind ja Kommentare da. So, wie lange haben wir denn jetzt für alles gebraucht? 26 Minuten und ein bisschen. Oh, ist doch schön. Läuft. Geht alles gut. LDL hätte ich echt nicht. Also ich habe keine Ahnung, wofür LDL steht. Ich weiß, wofür LDS steht. Das ist Landkreis Dahme Spree. So, LDL Cholesterin. Das Lipoprotein LDL, Low Density Lipoprotein, ist für den Transport des Cholesterins von der Leber zu den anderen Organen verantwortlich. Sind die Körperzellen allerdings nicht mehr fähig, weiteres Cholesterin aufzunehmen, steigt der LDL-Cholesterinspiegel im Blut an. Danke, das war mein Vortrag und ich hoffe, ihr habt was draus gelernt. Und damit würde ich sagen, wir hören für heute mal auf und morgen gibt's dann noch eine Folge. Ey, Musik aus hier, ist doch eh schon vorbei. Morgen gibt's noch eine Folge und dann werde ich mich anderen intellektuellen Dingen widmen müssen, wie zum Beispiel einer Bachelorarbeit. Yay! Ja, und wenn die dann vorbei ist, dann bin ich leider nicht offiziell Professor Exido. Soweit bin ich noch nicht in der akademischen Laufbahn, aber ja. Schauen wir mal, wie es wird. Aber erstmal den morgigen Tag abwarten, denn da gibt es nochmal eine Rätselrunde, bevor das Ganze mehr oder weniger auf Eis gelegt wird. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.